lassen sollte. Wegen Anatol Chakiris? Sie kommen von... Nein, ich arbeite nicht für Chakiris. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin gekommen, um ihn zu töten. Oh. Und ich dachte, wir könnten in dieser Angelegenheit zusammenarbeiten. Ich glaube ihm keine Wort. Fabrizio. Er sollte keine Zeit mit ihm vergeuden. Fabrizio. Warum, glauben Sie, sollte ich ein Interesse am Tod von Chalkiris haben? Soweit ich informiert bin, hat Chalkiris reihenweise Leute von Ihnen umbringen lassen, schnappt Ihnen Millionengeschäfte von der Nase weg, kontrolliert mittlerweile fast den gesamten Schwarzmarkt im Mittelmeer, alle Waffengeschäfte nach Nahost laufen über ihn, den Mädchenhandel von Ost nach West hat er fest im Griff, den Drogenhandel sagen wir zu 70% und in Geldwäsche soll er auch ziemlich weit vorn liegen. Aber es ist ja auch gut möglich, dass die Cosa Nostra überhaupt nicht befürchtet